Hallo, ich bin Afaf und ich lese euch heute das Kinderbuch Ich bin der Hase vor. Ich bin der Hase, ich bin knuddelig klein, habe riesig lange Ohren, dickes weiches Fell und ein paar kräftige Hinterbeine. Ich habe auch einen kleinen weißen Büschelschwanz. Herumhoppeln und herumtollen, das mag ich. An den Sohlen habe ich dichtes Fell. Da kann ich nicht so leicht ausrutschen. Mein dicker Pelzmantel ist ein guter Schutz. Im Winter, wenn er noch dichter wächst, habe ich es kuschelig warm. Ich wohne gerne mit vielen Freunden zusammen. Am liebsten essen und spielen wir im grünen Gras. Mein Haus ist unter der Erde, in einer Höhle. Schau, das ist mein Haus. Hier haben wir viel Platz zum Spielen. Da geht es drunter und drüber. Aber Schlafzimmer gibt es da auch. Und für Babys ein Kinderzimmer. Am Tag bleibe ich gerne zu Hause, aber nachts, da gehe ich gerne raus. Mit meinen Zähnen und meinen Pfoten putze ich sorgfältig mein Fell. Am liebsten esse ich Gras. Noch lieber aber Klee und Löwenzahn. Aber auch das Gemüse vom Bauernhof schmeckt ganz lecker. Im Winter, wenn es kein Gras und kein Gemüse gibt, steht Baumrinde auf meinem Speiseplan. Naja, ich bin eine Hasenmami. Der dort drüben ist der Hasenpapi. Sehen wir uns nicht sehr ähnlich? Wir sind schon ganz aufgeregt, weil wir Babys erwarten. Viele, viele Babys. Ich bekomme meine Babys, wenn es draußen warm ist. Mindestens so zwischen 3 und 8 Babys auf einmal. Mein Wurf, so nennt man meine Babys, kann in der ersten Zeit gar nichts sehen und hören. Nach 10 Tagen schauen sie zum ersten Mal in die weite Welt. Sie haben auch mehr Fell, krabbeln munter umher und hören schon ganz gut. Nach 2 Wochen machen wir unseren ersten Spaziergang und treffen uns mit anderen Hasenfamilien. Aber aufgepasst, überall lauert der Feind. Psst, ganz still, damit er uns nicht sieht. Vor und zurück kann ich meine Ohren drehen. Dadurch kann ich sehr gut nach allen Seiten hören und Feinde schon von Ferne erkennen. Meine Augen habe ich seitlich am Kopf, eines links, eines rechts. So sehe ich alles, was um mich herum passiert, ohne den Kopf zu drehen. Achtung, Feind in Sicht. Der älteste Hasenpapi gibt ein Zeichen und klopft fest auf dem Boden. Schnell laufen wir alle nach Hause. Meine Babys sind jetzt einen Monat alt und passen schon auf sich selber auf. Sie sind bald erwachsen und brauchen mich nicht mehr. Also futtere ich vor mich hin und spiele was. Irgendwann kriegen der Hasenpapi und ich neue Babys. Darum ist unsere Familie auch so groß. Ein schönes Leben. Bis bald. Dankeschön fürs Zuhören.